Eine Woche ist es her, seit Ostern. Das Grab ist leer. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Was für eine wunderbare Botschaft ist das, wo uns jedes Jahr neu, immer wieder neu, fast jeden Tag neu darf begeistern, darf ergreifen, darf etwas mit uns machen. Eine wunderbare Botschaft, wo der Paulus im Epheserbrief so zusammenfasst und sagt, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns von den Toten auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Sie ist Gottes Geschenk. Gott ist mit uns Menschen, so wie es uns der Paulus da sagt, unbegreiflich großzügig. Großzügig in unserem Leben drin. Er nimmt uns zmitzt trainieren ins Geschehen und die Konsequenzen von Karfreitag und Ostern. Er schenkt uns aus Liebe seine Gnade. Ohne, dass wir etwas dafür tun könnten, ohne einen Verdienst oder irgendeine Leistung von uns, einzig und allein nur darum, weil wir sie im Glauben annehmen. Wir lernen uns heute gemeinsam auf das Thema ein, auf die Frage, was die Großzügigkeit Gottes mit uns macht. Und zwar nicht einfach nur so allgemein, sondern auch ein bisschen spezifisch vielleicht im Blick auf unseren Umgang miteinander, auf die Grosszügigkeit durch alle Generationen durch, Grosszügigkeit unter den Generationen. Ich weiss nicht, was dir zuerst in den Sinn kommt, wenn du an Grosszügigkeit denkst, ob das eine Person ist oder ein Thema, wo gerade so aufpoppt in deinem Leben drin. Vielleicht ist es Thema Geld oder überhaupt Ressourcen, wo du das Gefühl hast, ja, wenn ich genug von dem habe, dann kann ich mit dem auch grosszügig sein. Dann kann ich Geld spenden oder Zeit investieren oder so. Vielleicht ist es Thema Geld oder eben irgendeine Ressource. Vielleicht sind es aber auch deine Eltern, wo dir gerade so in den Sinn kommen, wo grosszügig in dich investiert haben, wo dich zu einem grossen Teil zu dem gemacht haben, wo du heute bist. Oder wo dir vielleicht ein grosszügiges Erbe hinterlassen haben. Vielleicht sind es deine Grosseltern, die am einen oder anderen Punkt in deinem Leben drin Grosszügigkeit gelebt haben, sehr grosszügig sind mit dir. Vielleicht ist es auch der Glaube. Der Glaube, wo du drin erzogen worden bist, der Glaube, wo du irgendwann im Verlauf von deinem Leben hast dürfen kennenlernen, wo als erstes aufkommt, wenn du an Grosszügigkeit denkst. An dieser Stelle würde es mich persönlich hochgradig interessieren, was es in deinem Leben ist. Mit dir können im Gespräch zu sein, zu hören, was bei dir gerade so aufkommt. Aber das ist unter den gegebenen Umständen leider so nicht möglich. Aber ich lade dich ein, im Anschluss an den Gottesdienst heute Nachmittag oder in der kommenden Woche, dass du dir erlebt in eurem Leben drin oder vielleicht schon erlebt habt in der Vergangenheit. Geht's in dieser Frage darum, ob ich von etwas genug brauche, genug muss haben, um grosszügig zu sein, geh doch dieser Frage auch mal nach. Geht es darum, genug zu haben von etwas, um dann grosszügig zu sein? Oder beruht Grosszügigkeit auf etwas ganz anderem? Stell dir vor, wenn im Blick auf Grosszügigkeit, auf grosszügiges Miteinander uns zuallererst
der Glaube an Gott, der Umgang mit den Gläubigen, die Gemeinschaft der Christen in den Sinn käme. Nicht das Geld, nicht irgendein anderes Thema, auch nicht vielleicht Verletzungen von früheren Zeiten oder so, sondern die grosszügige Gnade Gottes, die uns aufgrund von seiner Liebe ergriffen hat, wo uns ein Miteinander prägt, wo von Generation zu Generation weitergelebt wird. Nicht einfach nur weitergeben, weitergelebt wird und Menschen und ganze Gemeinden, Gemeinschaften genauso wie einzelne Christen zutiefst prägt. Der Christen in Philippi hat der Apostel Paulus geschrieben, wie das ganz konkret könnte aussehen. Philipper 2, ab dem Vers 1, dort schreibt er: Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht meine Freude dadurch vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Paulus steigt in den Abschnitt von seinem Brief mit 4 rhetorischen Fragen ein. Jetzt sind rhetorische Fragen ja nicht Fragen, wo man eine Antwort darauf erwartet. Es sind Fragen, die nicht am Informationsgewinn dienen, dass man fragt, um mehr zu wissen. Rhetorische Fragen, die sind ein sprachliches Mittel zur Beeinflussung, heisst es im Wörterbuch. Sie sind von ihrer Art her eher bei der Behauptung anzusiedeln, als bei der Frage. Der Paulus stellt die Punkte, die er hier in diesen rhetorischen Fragen anspricht, also als gegeben voran, als gegeben in Ruhm, als Voraussetzung, als Realität und nicht als etwas, wo er ein Ja oder ein Nein von der Christin Philippi würde erwarten. Von der Gnade ergriffene Menschen, erfüllte Menschen, prägte Menschen, die, von dem geht der Paulus offenbar aus, die verhalten sich so. Der Duden sagt übrigens zum Thema Grosszügigkeit, dass Grosszügigkeit unter anderem eine Haltung ist. Und eine Haltung lässt uns Menschen nachher dann uns verhalten. Aufgrund von unserer Haltung oder Haltungen verhalten wir uns nachher im Alltag drin. Und darum kommen da wohl die rhetorischen Fragen vom Apostel Paulus, dass er sagt, das ist Grundvoraussetzung, über diese Punkte diskutieren wir nicht, das ist Haltung, so sollen wir uns verhalten. Und dann, so sagt er, macht doch meine Freude vollkommen. Vollkommen, indem ihr noch dies oder jenes tut, und dann nennt er doch nochmal ein paar Punkte ganz konkret. Punkte, die einem im Alltag leichter fallen mögen, um sie leben, um sich danach verhalten, die sich in anderen Momenten aber als schwierig herausstellen, vielleicht sogar als unmöglich. Ich glaube, der Schlüssel zur Leichtigkeit, der Schlüssel zu dem, dass es uns leicht fällt im Leben, ist Grosszügigkeit. Nicht Selbstsucht, und wo ich im Zentrum stehe, wo ich es besser weiss, wo ich schon Langchrist bin und schon genug Erfahrung habe, dass ich kann sagen, so soll es sein, nicht das. Auch nicht mein eigenes Gute dastehen, dass die Hauptsache ist, dass ich gut dastehe, was dann mit den anderen ist, ist mir eigentlich egal. Auch nicht das von mir hart erarbeitete kleinere oder grössere Königreich, das ich nicht aus den Händen rausgebe, das ich mir ja erarbeitet habe, das zu mir gehört, auch nicht das, sondern vielmehr, wie es der Paulus da sagt, die Bescheidenheit, die Hingabe, dass der bewusste Liebeswille meinem Nächsten gegenüber, all das soll
das Miteinander, der Umgang, unser Leben als Christen prägen. Achtung! An diesem Punkt möchte ich deutlich und klar sagen, dass Grosszügigkeit bitte nicht mit Gleichgültigkeit soll verwechselt werden. Im Sinn von, ist ja alles egal. Gell, du bist okay, ich bin okay und dann haben wir es schon gut miteinander und ist ja alles nicht so schlimm. Nein, dem sage ich Gleichgültigkeit. Das ist nicht das, was ich meine, wenn ich von Grosszügigkeit rede. Um grosszügig können zu sein, so bin ich überzeugt davon, brauche ich Liebe. Die Liebe, wo Jesus uns in der Bibel aufzeigt, dass Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Um können grosszügig sein mit meinem Umfeld, brauche ich Liebe für mein Umfeld. Liebe für meinen Nächsten. Und in dem Zusammenhang, so bin ich eben überzeugt, ist Grosszügigkeit der Schlüssel zur Leichtigkeit im Umgang miteinander. Und zwar zwischen alt und jung, genauso wie zwischen jung und alt, wenn wir es jetzt gerade so konkret von der Generation haben. Der Weg von jung zu alt und von alt zu jung, der ist nämlich gleich lang. Der Weg, der ist genau gleich lang. Da ist eher die Verbissenheit, die man manchmal hat. Da ist Sturköpfigkeit. Da ist der Tunnelblick, da ist der unbedingte Wille, endlich alles anders zu machen, als es schon immer war und die Alten halt gemacht haben. All diese Sachen stehen uns viel eher im Weg zueinander, als der Weg aufeinander hin an sich. Also Sachen, die dann eher mit uns, mit unserer Selbstgerechtigkeit, unserer Selbstsucht, unserem kleineren oder grösseren Königreich zu tun haben. Diese Sachen, die stehen uns im Weg, wenn es um Grosszügigkeit miteinander geht und nicht der Weg von jung auf alt zu oder von alt auf jung zu. Die Lösung in all dem drin ist jetzt nicht, dass wir uns einfach mehr anstrengen, grosszügiger zu werden. Jetzt entscheide ich mich endlich und dann bin ich ab jetzt, dann bin ich dann grosszügig. Gell? Die Lösung ist vielmehr dort zu finden, wo ich annehme, wo ich lebe, wo ich im eigenen Leib erfahre, was die Liebe und Gnade Gottes an mir bewirkt hat, für mich heisst, mit mir macht. Dort ist die Lösung anzusiedeln. Dort ist der Weg zur Grosszügigkeit zu finden. Gott hat uns in seiner unfassbaren und manchmal fast unbegreifbaren Grosszügigkeit aus Liebe seine Gnade geschenkt. Nur das soll und kann der Ursprung sein, auch von unserer Grosszügigkeit. Ich kann vorher Römer 12, Vers 10 lesen. Den habe ich gar nicht gelesen. In Römer 12, Vers 10, dort sagt Paulus, einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Das ist ein Vers, der mich schon lange Zeit in meinem Christsein begleitet, in meinem Pastorsein begleitet, weil ich immer denke, hey, Das wünsche ich mir für uns als Christen, dass wir das dürfen erleben. Was das würde bedeuten, wenn wir einer am anderen uns gegenseitig zuvorkommen, den anderen Ehr zu erbieten. In einer kleinen, moderneren Übersetzung heißt es, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Übertreffen wir uns gegenseitig darin. Was würde das für uns als Gemeinde, als Kirche, als Christenheit, was würde das ausmachen? Was würde mit uns passieren? Was wäre das gigantischste Erleben? Was für eine Erfahrung könnte das sein, wenn wir uns nach dem ausstrecken? Aber nicht, weil wir uns anstrengen, nicht, weil wir uns ins Füdli klüben und Entschuldigung, die Arschbacken zusammenklemmen und dann soll es dann schon gehen, sondern weil wir aus dieser Liebe und Gnade Gottes raus, wo uns ergriffen hat, weil wir aus dem raus lebt. Römer 12 ist sowieso ein spannendes Kapitel, wenn wir das miteinander anschauen. Im Vers 1 und 2 schreibt der Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die,
dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Lönnt euch von Gott verwandeln. Die Gnade, wenn wir es schon gehört haben, ist nicht unser Verdienst, sie ist ein Geschenk von Gott. Und genauso beruht die Erneuerung, oder ich nehme jetzt das Wort da, die Heiligung in unserem Leben, nicht auf unserer Kraft, nicht auf dem, was wir vermögen, nicht auf unserem Entscheidungswillen und Entscheidungsfreudigkeit, sondern sie kommt aus der Kraft von der Liebe und von der Gnade von Gott. Willst du also grosszügig werden oder grosszügiger werden in deinem Leben drin mit dir selber? Vielleicht zuallererst mit anderen Menschen, ja, mit Christen von allen Generationen. Dann streng dich also nicht einfach mehr an, um das irgendwie in den Griff überzukommen, sondern liefere dich in Jesus Christus und seiner Liebe und seiner Gnade immer mehr aus. Lass dich von ihm verwandeln. Großzügigkeit ist also eine Haltung, hat mit unserem Denken zu tun. Mit dem Denken, wo mehr und mehr prägt sie vom Denken von Jesus, wie es der Paulus uns sagt. Mehr und mehr prägt sie, wie Jesus denkt hat, und aus dem heraus soll unser Verhalten auch mehr und mehr das sein, wie es Jesus uns vorgelebt hat. Also lass auf ihn. Schau auf ihn. Lern von ihm. Lass dich auf ihn ein. Lass sein Denken, dein Denken prägen und erneuern. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade in dem Moment, ja, wie soll denn jetzt das konkret gehen? Was soll denn jetzt das heissen? All die Aussagen, die Gleichnisse, all das, was wir im Neuen Testament drin lesen, das hat Jesus und auch die anderen Apostel und Menschen, die uns dort begegnet, in bestimmten Situationen ihr gesagt. Und da hat gar nichts jetzt zuallererst und direkt etwas mit mir zu tun. Was kann ich denn jetzt mit dem anfangen? Weil Jesus gehandelt hat, dortmal in solchen Umständen in Israel, was hat das mit mir zu tun, bitte? Schön. Zum einen, glaube ich, dir dürfen es sagen heute, es gibt Punkte, da geht es sehr schnell und ist auch sehr deutlich. Dort, wo die biblischen Aussagen klar sind, da, wo Jesus uns sein Leben hier so eindeutig uns begegnet, dort geht es nur darum, dass du hörst, dass du glaubst, dass du verinnerlichst und dass du aus dem heraus dann auch leben tust. Irgendjemand, ich habe eben nicht mehr herausgefunden, wer das war, hat mal gesagt, ich muss gar nicht die ganze Bibel mit all ihren Aussagen können verstehen. Ich habe genug zu tun, wenn ich in meinem Leben das umsetze und das Leben, das ich verstanden habe. Alles andere kommt dann schon noch. Manchmal braucht es nämlich auch Zeit. Manchmal braucht es Geduld, Gottes Wort können in uns aufzunehmen, Gottes Wort können zu verstehen, Gottes Wort können zu meditieren, Gottes Wort können an uns wirken zu lassen, darüber still zu werden und uns dem einfach mal auszusetzen, Gott so zu uns reden zu lassen. Und vielleicht ist gerade das eines der grössten Probleme, die wir haben in der heutigen Zeit, nämlich Zeit. Ja, im Augenblick in der Corona-Krise, wenn man nicht mehr keinen Ausgang und zu Abend nur die Hei hackt und so, ja, dann hat man Zeit. Aber nützen wir sie dann zum Beispiel für das? Oder schauen wir Fernsehen? Oder gamen wir? Oder was machen wir denn mit dieser Zeit? Zeit ist wahrscheinlich eines der grössten Probleme in unserer Kultur. Wir haben keine Zeit.
Wir brauchen doch einen Plan. Wir können gar nicht einfach so sein bei Gott. Wir brauchen doch irgendein strukturiertes Vorgehen, Schritt zum Umsetzen, Ziel, das wir erreichen können. Das schaffen wir doch. Wir schaffen es doch, grosszügiger zu werden. Das schaffe ich vor allem selber. Aber ist das der Punkt? Mit dem befinden wir uns nämlich zmitzt im gleichen Problem drin, wie es Galater Christen zum Beispiel auch schon kennt. Der Paulus tadelt ihr Verhalten im Brief, wo er ihnen schreibt und sagt, warum sind ihr so blöd? Hä? Warum sind ihr so unvernünftig? Ihr habt im Geist angefangen, jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Vielleicht kennst du die Aussage und sie sagt dir eigentlich schon lange nichts, gell? Im Geist angefangen, im Fleisch vollenden. Der Paulus will ihnen sagen, ihr habt Gnade Gottes erfahren. Ihr habt Gnade Gottes erlebt, dass es nicht euer Verdienst ist, dass nicht ihr die sind, die es lösen müssen, die es arbeiten müssen. Ihr habt das im Glauben angenommen und jetzt versuchen das wieder mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten. Jetzt versuchen das wieder übers Gesetz zum Ziel zu kommen. Wie blöd ist das denn? Wie unvernünftig sind ihr? Habe ich eben vergeben predigt bei euch? Grosszügigkeit, ich habe es schon gesagt, glaube ich, ist der Schlüssel zur Leichtigkeit im Glauben. Wenn du also zum Beispiel in deinem Leben drin egoistische Züge wahrnimmst und merkst, ich stehe trotz allem Glauben an Jesus immer noch ziemlich im Zentrum und zuvorderst und komme immer zuerst bei all meinen Entscheidungen und Überlegungen, die ich habe. Wenn du den Drang wahrnimmst, unbedingt müssen gut dort stehen in den Augen der anderen, was denken dich die, was meinen dich die, wenn ich jetzt das mache oder eben nicht mache. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich schaffe das selber, ich komme das selber in den Griff über. Dann musst du nicht deprimiert sein. Wenn so Sachen und so Erkenntnis in deinem Leben drin aufpoppt, dann darfst du merken, dass es nicht darum geht, dass du dich jetzt einfach mehr anstrengst, dass du das in den Griff bekommst, dass du einen 7-Punkte-Plan erstellst und dann kommst du dann schon zum guten Punkt, sondern dann sollst du eben ja genau mit dem zu Jesus kommen. Du sollst es ihm bringen, du sollst es bei ihm ablegen. Du sollst dankbar sein, dass er in seiner Gnade und Liebe genau für die Punkte in deinem Leben am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Du darfst sie ihm geben, du darfst mit ihm darüber reden, du darfst im Gebet dich ihm aussetzen, du darfst dich in seiner Gegenwart von ihm heilen lassen. Du darfst dir von anderen Gläubigen helfen lassen, die dich darin unterstützen. Und du darfst dich von der Gnade Gottes verwandeln lassen. Aus der Reformation heraus hat es genau in diesem Zusammenhang eine Merkformel gegeben. Sie haben dort geredet von diesen drei Worten Riegel, Spiegel und Siegel. Sie haben gesagt, das Wort Gottes mit all seinen Geboten ist ein Riegel. Ein Riegel zur Eindämmung von allem Bösen in dieser Welt. Gesetz regelt Sachen und auch das Gesetz Gottes regelt Sachen. Das Gesetz Gottes ist ein Riegel zur Eindämmung vom Bösen in dieser Welt. Das Wort und Gesetz Gottes ist aber eben auch ein Spiegel. Ein Spiegel von der Erkenntnis für mich selber, wo ich mich drin darf betrachten und anschauen. Und das Wort Gottes ist auch ein Siegel. Ein Siegel, wo mir Gewissheit im Glauben zuspricht, vermittelt. Wenn dir also zum Beispiel aus einer Predigt vom Wort Gottes raus oder aus dem Lesen von der Bibel oder indem dass du dich am Willen Gottes aussetzt oder dass du Wort verinnerlichst und meditierst oder dass du dich selber reflektierst und fragst, wie sieht es denn in meinem Leben so aus, wenn dir aus all dem raus Sachen bewusst werden über dich selber, dann stehst du vor dem Spiegel. Dann zeigt Gott durch sein Wort dich dir selber. Er zeigt dich dir. Und da muss ich nicht verzweifeln lassen, da muss ich nicht beängstigen, da muss ich nicht irgendwie in eine Ecke drängen. Nein, dann darfst du gerade dort drin die Grosszügigkeit Gottes erleben. Bring es bewusst zu Jesus. Sprich es vor ihm aus. Lass es bei ihm liegen. Und erlebe von ihm her seine Liebe und Gnade. Seine Grosszügigkeit. Und hey, da drin geht es allen anderen Menschen genau gleich wie dir. Darum bist doch auch grosszügig mit ihnen.
Großzügigkeit soll also dein Leben ausmachen. Großzügig soll, als großzügige Person soll man dich kennen. Und gerade der Umgang mit Mitchristen, der Umgang mit Gläubigen, der Umgang zwischen älteren und jüngeren Glaubensgeschwistern, die soll doch gerade das zum Ausdruck bringen. Die Großzügigkeit von der Gnade Gottes, wo uns alle ergriffen hat, soll in der Gemeinschaft der Christen zum Ausdruck kommen. Was für ein Zeichen, was für ein Zeugnis wäre das denn, wenn Christen und Gemeinden die großzügig, als großzügige Menschen und Gemeinschaften bekannt wären. Wenn es nicht die Gesetzlichen, nicht die Verurteilenden, nicht die ausgrenzenden Sonderlinge sind oder die komischen sektiererischen Kreuz, sondern als Menschen, die von Grosszügigkeit, von der Liebe Gottes durchdrungen sind, ergriffen sind und wo selber immer wieder prägt und verwandelt und umgestaltet werden. Von dieser Grosszügigkeit Gottes. Auch und gerade dort, wo wir Menschen durchaus unterschiedlicher Meinung sind. Wo wir vielleicht unterschiedliche Wege hinter uns haben, die uns prägt haben. Wo wir den Glauben an den Jesus Christus nicht alle genau gleich zum Ausdruck bringen. Wo die Musik vielleicht zu laut oder zu leislig ist. Wo das Licht vielleicht zu hell oder zu dunkel ist. Wo Bibelübersetzungen vielleicht zu modern oder zu altbacken sind. Wo das Verständnis von biblischen Aussagen vielleicht zu liberal oder zu konservativ ist. Genau dort sollen wir uns als Kirche, als Gemeinde in Grosszügigkeit auszeichnen und miteinander grosszügig umgehen. Quer durch alle Generationen durch. Heute sind vielleicht Themen nicht mehr die, wo sie noch früher waren, irgendwie das lange Haar oder das Hütchen noch anhaben in der Kapelle inne oder die Rocklänge oder die Gemeindepatriarchen, wo an denen wo man nicht vorbeikommen ist. Heute sind Thema vielleicht eher die mangelnde Verbindlichkeit oder das dünne Bibelwissen oder vielleicht auch die reiselustigen Senioren, wo sehr viel unterwegs sind, gerade wenn kein Corona ist zum Beispiel. Vielleicht sind das Themen. Aber weißt du was? Der springende Punkt ist, aufs Thema an sich kommt es in dieser Frage gar nicht so sehr darauf an. Es gibt ganzen Haufen wichtige und weniger wichtige Themen in unserem Leben und auch im Unterwegssein als Christen. Aber es geht in dieser Frage um die Grosszügigkeit quer durch die Generationen durch. Grosszügigkeit, die drängt und gespissen ist von dieser unendlichen Grosszügigkeit. Von der Liebe und von der Gnade Gottes. Vielleicht fällt es dir schwer, grosszügig zu sein mit Geld oder mit Zeit, weil du glaubst, dass du vielleicht wenig von dem hast in deinem Leben. Wenn du an Jesus glaubst, hast du unendliche Grosszügigkeit in seiner Liebe und seiner Gnade erfahren und durch das in deinem Leben drin. Mehr als genug. Dann lade ich dich heute dazu ein. Fang doch einfach an, mit dieser grosszügig zu sein. Von dieser hast du mehr als genug. Dieser unendlichen Grosszügigkeit, die uns in der Liebe und Gnade von Gott begegnet. Ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, die, so schreibt es der Paulus, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Ein Opfer, wo er Freude trägt. Das ist der Gottesdienst, so wie er sein soll. Darum orientiert euch nicht mehr länger am Verhalten und an den Gewohnheiten von dieser Welt, sondern lasst euch verändern. Lasst euch von Gott durch die Veränderung von eurer Denkweise zu neuen Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und was ihm Freude macht und was seinem Willen vollkommen entspricht. Amen. Ich tue am Betten und nachher werden wir gerade eingenommen in ein Instrumental. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen
für Karfreitag, für Ostern, wo noch so nah ist. So nah in unserem Denken, so nah in unserem Erleben. So speziell gsi das Jahr. Ich danke dir für das, was uns begegnet. An Gnade, an Liebe. Für das Unfassbare, das unendlich Große, die Grosszügigkeit, die du uns entgegenbringst. Ich danke dir, dass du uns damit ausrüstest, zurüstest, umgestaltest und verwandelst. Und dass du uns mehr als genug gegeben hast und immer wieder gibst von dieser Grosszügigkeit. Herr, lass uns mit dem anfangen, mit Liebe und Gnade, quer durch alle Generationen. Amen. Der Paulus schließt den Römerbrief ab mit dem Wort: Gott hat die Macht, euch durch die gute Botschaft von Jesus zu stärken. Diese Botschaft erfüllt den Willen Gottes, der seit ewigen Zeiten verborgen war. Doch nun wird diese Botschaft, wie sie die Schrift der Propheten vorausgesagt haben und wie der ewige Gott es befohlen hat, allen Menschen auf der ganzen Welt verkündet, damit sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Gott, der allein weise ist, gehört für immer die Ehre in Jesus Christus, unserem Herrn. Und der Herr, der soll dich segnen. Der segne dich und behüte dich. Und der Herr, der erhebe sein Angesicht über dich und löse es über dir leuchten. Und der Herr, der erhebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Ich wünsche dir einen gesegneten Sonntag und eine gute, von dem Herr erfüllte neue Woche. Tschüss.